Künstliche Intelligenz ist im Allgemeinen der Überbegriff für alles, was intelligente Maschinen betrifft. Das geht von einem einfachen Schachcomputer bis hin zu selbstfahrenden Autos, die in der Lage sind, komplexe Szenen in Städten wahrzunehmen, um zum Beispiel zu erkennen, dass, wenn ein Ball auf die Straße rollt, das vielleicht eine gute Idee ist, anzuhalten, weil im nächsten Moment könnte ein Kind auf die Straße springen. Wir haben ein großes Interesse daran, Maschinen beizubringen, unsere Umwelt so wahrzunehmen, wie Menschen sie wahrnehmen. Wenn man sich mal die Zukunft von künstlicher Intelligenz vorstellt, so kann man sich sehr gut vorstellen, dass irgendwann, vielleicht in 100 Jahren, Roboter die meisten menschlichen Tätigkeiten übernommen haben. Das liegt wirklich sehr weit weg und keiner weiß, ob man da jemals hinkommt. Ich persönlich halte das tatsächlich für keine so unangenehme Vorstellung, dass man Menschen von ihrer Arbeit befreit und dass sie einfach nur noch das tun können, worauf sie Lust haben, woran sie Spaß haben. Ist meiner Meinung nach eine wahnsinnig tolle Vorstellung. Also sich von Arbeit zu befreien, ist erstmal gar nicht so schlecht. Wir investieren zurzeit sehr viel in Forschung. Und natürlich haben wir dabei auch Bedenken oder die Sorge, dass sich diese Zeit und natürlich auch das Geld, was wir in die Forschung investieren, irgendwann nicht auszahlen könnte. Trotzdem bin ich davon aber fest überzeugt, dass es sich auszahlt. Als Startup im Bereich künstliche Intelligenz ist es vor allem wichtig, dass man die Kernkompetenzen, und das ist momentan tatsächlich noch diese Forschungskompetenz, dass man sich einfach mit dem Thema Künstliche Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning, dass man sich damit sehr gut auskennt. Und wenn man diese Expertise mitbringt, dann ist es momentan eine unglaublich tolle Zeit, ein Startup zu gründen. Für mich ist in meiner Freizeit sehr wichtig, dass ich meine Zeit auch auf andere Art und Weise verbringe als mit Maschinen und mit Computern, um einfach auch nicht immer von meinem Smartphone und von meinem Laptop fremdbestimmt zu sein.